Herzlich willkommen bei unserem YouTube-Kanal Camp Monkey. Ich freue mich, dass ihr zuschaut. Ich stelle euch heute unseren Coral 670 SL Access vor. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Wir fangen vorne im Cockpit an. Und wenn es euch gefallen hat nach dem Video, freue ich mich selbstverständlich über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr weiterhin Interesse habt, uns zu verfolgen auf unseren Reisen und Abenteuern, dann könnt ihr uns gerne abonnieren. Danke. So, ja, wir haben das standardmäßige Cockpit eines Citroën. Unser Citroën-Chassis und Motor haben 163 PS. Das geht eigentlich ganz flott vorwärts. Wir haben ein serienmäßiges Lederlenkrad, einen Lederschaltknauf. Wir haben verbauen lassen ein CNEC ZE3756 als Navigations- und Entertainment-System. Und ja, bei den ersten 900 Kilometern hat es wunderbar funktioniert und wir hoffen, dass es auch so weitergeht. So, hier noch ein kleiner Nachtrag zum Fahrerhaus. Wir haben natürlich viele 12 Volt Stecker vorhanden. Hier haben wir einmal nachgerüstet für USB-Kabel. Und ihr müsst natürlich keinen CNEC benutzen oder was es auch immer noch gibt. Ihr könnt euer Handy oder Tablet hier einspannen, mit Strom versorgen. Und da werdet ihr mit Sicherheit auch eine ganz tolle Navigation erfahren. So. Dann haben wir natürlich hier noch die komplette Verdunkelung bei der ganzen Geschichte. Das wird entsprechend... Augenblick, kann ich es alleine? Nein, ich kann es nicht alleine. Ich zeige es an der Seite. Ah, doch, ich kann es alleine. So geht's. Wir haben hier natürlich die Verdunkelung. Entsprechend Learning by Doing. So, Learning by Doing. Funktioniert. Ja, wir haben alle mal angefangen. Und zack, da ist es wieder weg. Und dann auch mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Hier. Ja, geschafft. Ja, so kann man das an den Seitenscheiben natürlich auch machen. Oben das Dach entsprechend auch. Das hatte ich ja eben schon angedeutet. Das wird entsprechend hier, je nach Bedarf, wenn man Sonne möchte oder nicht möchte, verdunkelt oder mit Fliegengittern entsprechend vernagelt, so dass hier kein Ungeziefer reinkommt. Ja, ich denke, jetzt habe ich alles. Handschuhfach haben wir natürlich auch. Tempomat haben wir natürlich auch. Blinker rechts, Blinker links auch. Und Rückfahrkamera ist natürlich hier auch verbaut. So, ja, dann haben wir soweit alles. Die drehbaren Sitze sind Standard und ich denke, dass ich die auch nicht weiter erklären muss. Lassen sich drehen, lassen sich verankern, lassen sich als Liegesitz umbauen, wie ihr möchtet. Ja. Dann will ich kurz beschreiben, warum wir uns für einen Adria entschieden haben. So, und zwar hat es uns bei anderen Wohnmobilen doch sehr gestört, dass es Trittstufen im Wohnraum gibt. Gut, jetzt ist unser hier mit einem Teppich überdeckt, aber wie ihr seht, keine Trittstufe bis zum Bettenbereich. Das wollten wir so, wenn wir mit einem Hund reisen und hier mit der Trittstufe oder mit dem nicht durchgehenden Boden sonst nicht zurechtgekommen wären. Das ist ein Grund. Der zweite Grund ist, warum wir uns für einen Adria 670 Access Coral entschieden haben, ist das außergewöhnliche Panoramadach. Nennt sich, glaube ich, bei Adria Skyview, so in der Art. Und so wie das Licht hineinfällt, ja, so kann man es natürlich auch entsprechend mit den Rollos hier wieder dicht machen. Damals. Nein, das ist das Fliegengitter. Andere Seite. Ja, das kann man über die ganze Länge ziehen und funktioniert, hoffen wir, natürlich auch entsprechend gut über die Dauer. Ja, vorne haben wir sehr viel Ablagefächer. Wie ihr sehen könnt, da liegt auch schon einiges. Ist natürlich alles schon vorbereitet auf zukünftige Reisen. Ja. Hinter diesem Schrank versteckt sich der Fernseher, der sich entsprechend Gabel raus hier rausfahren lässt und entsprechend verstellen und verdrehen lässt. Die Kabel, die hier unten liegen, werden mit der Soundbar angestöpselt, weil das sonst nicht passen würde. Unter dieser Sitzbank befinden sich die Batterie und die Bordelektronik. Wir haben zwei Aufbaubatterien, Solaranlage auf dem Dach und eine Alden-Satellitenanlage.
Der Tisch lässt sich in alle Richtungen verstellen und im Zweifel für eine dritte Person umbauen, dass die hier auch drin schlafen kann. Da wir nur zu zweit reisen, haben wir die Kopfstützen entfernt, weil das die Sichtachse hier doch nochmal entsprechend größer erscheinen lässt. Und wir finden das so entsprechend besser. Links an der Seite haben wir die Heizung, das Heizungsmodul. iNet, Truma, kennt ihr eigentlich alle. Und hier die Bordeinstellung für Wasser, Temperatur außen, Temperatur innen, Bordbatterie, Aufbaubatterie, Wasserstand etc. So, dann haben wir hier die Küche, auch eine Standardküche. Und mit einem 3-Flammen-Kocher mit Piezo-Zündung. Waschbecken, ist klar. Und alle Fenster hier im Wohnmobil kann man verdunkeln und entsprechend mit Fliegengittern versehen, sodass, wenn wir mal irgendwann reisen, hier auch kein Ungeziefer reinkommt. So, Schubladen, klar, Besteck ausreichend, unserer Meinung nach, für alles, was entsprechend so gebraucht wird, und natürlich mit Soft Close, wie sich das gehört. Ja, Kühlschrank, 140 Liter hat der, und wird entsprechend natürlich angestellt, wenn man ihn braucht. Stellt automatisch um auf Gas, Strom oder Bordbatterie, je nachdem, wie man es benötigt. Und er bietet für zwei Personen oder auch eine dritte Person, glauben wir, sehr viel Platz. Eisfach haben wir auch, Gefriertruhe. Und wir glauben, das ist passend so. Oberhalb des Kühlschranks haben wir hier nochmal ein großes Fach, in dem wir als Beispiel eine Kaffeemaschine etc. unterbringen können. Stauraum, wie gesagt, in diesem Wohnmobil ausreichend und genug. Ja, was haben wir hier? Der Wohnwagen bzw. das Wohnmobil ist, wir kommen vom Wohnwagen fahren und vom Falter fahren. Und unser Wohnmobil ist knapp 7,50 Meter lang. Und wir haben eine separate Dusche. Eine separate Dusche, stehen in der Einfahrt etwas schräg. So, die bietet Platz für auch Menschen, die über 1,85 Meter groß sind. Und ausprobiert haben wir sie da nicht. Und wir haben hier noch eine Stange, wo man das Handtuch aufhängen kann. Oder natürlich hier vielleicht noch eine Jacke unterbringt, falls man den Bedarf hat, hier dieses zu machen. Genau. Hier ist noch ein Schrank. Hier ist die Steuerung der Satellitenschüssel untergebracht. In dem Falle. Ich weiß jetzt nicht, ob man noch was sieht, weil es ein bisschen dunkel ist in dem Schrank. Und hier passen ordentlich Jacken rein. Das ist soweit gut für uns. So, im Heckbereich kommen dann Betten, Stauschränke, entsprechend Kleiderschränke. Wo sehr viel Stauraum ist, wo man all sein Gedöns, was man so braucht, zum Anziehen unterbringen kann. Das gleiche selbstverständlich hier an der rechten Seite mit einer Kleiderstange nochmal und Staufächern in dem Bereich. Da genau für Kleinigkeiten, Hundefutter oder was man sonst noch alles entsprechend braucht. Das Bett kann verlängert werden nochmal, ein Zusatzteil, sodass es zur kompletten Liegewiese wird. Einfach rein und rausgezogen. Ansonsten haben wir hier zwei schöne, große, lange Betten mit ganz hervorragender Matratze, einer schönen Ambientebeleuchtung rundlaufend, LED-Beleuchtung nochmal unter der Decke. Hinten haben wir noch, was haben wir denn da überhaupt? USB-Stecker für Handy etc. Einen zentralen Lichtschalter. Einen zentralen Lichtschalter, dass wenn man im Bett liegt, nicht nach vorne rennen muss und das Licht ausmachen muss. Jede Seite hat ein Fenster. Also Frau,
und Mann. Und wir haben noch eine Dachluke, die wir selbstverständlich auf und zu machen können, verdunkeln können. Und freuen uns natürlich, dass wir es irgendwann mal ausprobieren können. Oben sind Staufächer, da haben wir so ein paar Handtücher reingestopft, zusammengerollt, damit die auch ihren Platz kriegen. Und hier hinten sind natürlich auch noch Ablageflächen ohne Ende. Ich weiß nur gar nicht, wofür man das alles braucht, denn irgendwo ist die Zuladung auch begrenzt. Und wir haben jetzt hier 3,8 Tonnen, die wir bewegen. Und wir denken hier noch über eine Luftfederung nach, dass wir hinten in der Heckgarage, die eine Maximallast von 150 Kilo hat, einen Roller mitfahren können. Jetzt haben wir Fahrräder drin und das, was eben auch in einem kleinen Ausschnitt zu sehen war. WC. Man kann die Tür bei der Länge 7,50 Meter, wie wir es jetzt hier haben, kann man den Wohnraum zum Schlafraum und zum WC komplett schließen. Das fanden wir sehr gut und haben uns hier natürlich auch aus diesem Grund für so ein Wohnmobil der Firma Adria entschieden. So, hier haben wir die Toilette, Kassettentoilette und Waschbecken, Unterschrank und einem, nennt man es Schminkschrank oder Schminkspiegelschrank, Alibert, ist vielleicht schon wieder in irgendeiner Form und Weise Schleichwerbung. Da passt reichlich Zahnpasta rein, Sonnencreme, Duschsachen etc. mit einer Steckdose, falls jemand einen elektrischen Rasierer benutzt. Und ja, hier nochmal ein. Hallo. Ja, ein schönes kleines Fenster, damit der Dunst abzieht. Haken haben wir hier auch für Handtücher, Bademantel etc. Jetzt sagt ihr bestimmt alle, der hat alles das vergessen, das vergessen. Unter dem Teppichboden, ja, das ist vielleicht noch ganz interessant. Unter dem Teppichboden gibt es noch Staufächer. Da sind noch Staufächer. Da kann man auch Sachen unterbringen, die vielleicht mit müssen, wie Hundefutter oder Getränke, Schnaps oder was auch immer. Ja, diesen Teppichboden haben wir uns selber gebastelt. Der ist von unten, ist der mit einer Gummibeschichtung wie eine Fußmatte. Und das war die einfachste und preiswerteste Lösung. Bevor wir hier 500 Euro für einen Teppich ausgeben, der direkt vom Hersteller kommt, haben wir uns entschieden, das machen wir selber. Und haben halt diese Fußmatten gekauft als Meterware und zurechtgeschnitten. Man muss nichts ketteln, gar nichts. Und wir finden, das ist so für unsere Zwecke zumindest ausreichend. Das wäre soweit von innen. Wie gesagt, wir finden das Raumgefühl hier sehr gut. Ich bin jetzt 1,82 Meter groß und über mir sind mit Sicherheit noch 40 cm, 50 cm Platz. Wie ihr das vielleicht sehen könnt, ist hier nach oben hin reichlich Platz und das Raumgefühl in dem Adria ist erste Sahne. Ja, bisher. Richtig ausprobieren konnten wir noch nicht und wieder schon mehrmals betont, freuen wir uns da sehr drauf und hoffen, dass das dieses Jahr auch noch klappt. Das wäre es jetzt erstmal von innen. So, dann will ich gerne mal zeigen, wie es von außen aussieht. So, wir haben hier eine elektrische Trittstufe, die ein- und ausfährt. Wenn der Motor angeht, fährt sie ein. Und ansonsten muss man sie händisch hochfahren. Ja, eine Aufbautür mit einem Fenster. Was ganz wichtig ist, unseres Erachtens, ein Fenster, haben schöne Leichtmetallfelgen. Ja, hier hinter verbirgt sich die Klappe für die Toilette. Ich weiß nicht, ob es offen ist. Nein, natürlich nicht. Nicht gut vorbereitet. Aber es ist ja auch das erste Mal. Wie gesagt, wir haben da mit Leichtmetallfelgen. Hier muss es ja auch noch ein bisschen nach uns aussehen. Und hier haben wir den Zulauf fürs Wasser. Für das Mobil. Und hier haben wir die Heckgarage. Die Heckgarage hat auf der anderen Seite auch noch eine Tür, so dass man von beiden Seiten auch sperrige Sachen gut durchladen kann. Der Wassertank für das Mobil findet sich hier, hat 140 Liter. Der Abwassertank ist beheizt, ist auf der anderen Seite und hat 100 Liter. Ja, ansonsten ist das hier das ganze Accessoire, was wir erstmal so eingepackt haben. Das dicke Ding ist hier für unseren etwas älteren Hund, dass der ins Wohnmobil kommt. Ja, also quasi eine Hunderampe, die wir zurecht gebastelt haben. Ja, und wir hoffen, dass unser alter Hund auch nochmal mitfahren kann. So, ja, Gießkanne und das ganze Absperrzeug, damit das hier alles nicht flöten geht beim Fahren. Ja, genauso wie hier haben wir auch da Kocherleitern,
Sitzgelegenheiten. Ja, Fahrräder sind noch in der Garage, Werkzeug und was alles so mit muss beim Wohnmobilfahren. Ja, das wäre soweit die Heckgarage. Und ich meine, wir haben hier eine lichte Höhe von 1,5 Meter. Wir haben jetzt einen Motorroller, der hat 1,12 Meter. Da müssen wir mal gucken, ob wir dann irgendwann reinkriegen. Das sollte aber funktionieren, indem wir die Gabel mit Spanngurten im Vorderbereich so zusammenziehen, dass wir auf die Höhe kommen. So, Klappe zu, Affe tot. Ja, wir haben hier das Heck des Mobils. Und ja, bei YouTube fangen wir an mit dem Namen Camp Monkey. Ja, und ich habe mir gedacht, ich mache mich mal so richtig zum Affen. Und ja, hoffe, dass es euch gefällt und auch gefallen hat, was ich hier das erste Mal dementsprechend ja, zusammengestellt habe. Ja, wir haben Rahmenfenster, auch das. Also nicht irgendwelche billigen Sachen, sondern Rahmenfenster. Ja, das erschwert wohl auch den Einbruch und das Fahrgefühl bzw. die Lautstärke im Wohnmobil beim Fahren soll deutlich besser sein. Ja, da wir vom Wohnwagen Camping kommen, haben wir da noch keine großen Erfahrungen. So, hier haben wir das Fach für fürs Gas. Da sind zwei 11 Liter Flaschen drin. Hier ist der Schornstein, wo die Luft abgeht, wenn die Heizung läuft. Wir haben hier ein schickes Logo angebracht, wenn man das vielleicht auch erkennt irgendwann, ja, wenn es irgendwann gefallen sollte. Und hier sind wir im vorderen Bereich. Der eine oder andere mag sich vielleicht wundern, was das hier ist, weil doch alle anderen sonst spiegelt schwarz sind. Das sind Protektoren. Die sollen einfach helfen, dass die Spiegel bei einer Kollision nicht direkt kaputt gehen, sondern den Spiegel an sich auch schützen vor Kratzern und vorm ja, kaputt gehen, falls jemand dran fährt. Wie schon gesagt, wir haben hier ein Citroën-Chassis mit einem 163 PS HDI-Motor und bislang muss ich sagen, den gefahrenen 900 Kilometern fährt der ganz flott. Auch hier nochmal zu sehen, da fängt das Panoramadach an und dann fängt das hintere zweite Fenster dort hinter an. Das war's meines Erachtens nach. Was zu sagen ist, ach ja, Kleinigkeit hätte ich noch. Hier hinter befindet sich die Heizung des Mobils und hier wird es auch auf Defrost und auf Sommerbetrieb, Winterbetrieb gestellt, das Ganze mit den jeweiligen Knöpfen und Drehregeln, die da sind. Ja, was anderes fällt mir auch nicht ein. 6 Ranggetriebe haben wir alle und wie gesagt, tolles Raumgefühl hier, tolle Ambientebeleuchtung rundherum. Jetzt scheint mal ausnahmsweise die Sonne und ja, darüber freuen wir uns alle. Allerdings, dass wir hier einfach nur dumm rumstehen, da freuen wir uns nicht drüber, aber was sollen wir machen? Das wäre es unsererseits. Wir freuen uns natürlich, dass ihr zugeschaut habt und zukünftig weiter zuschauen werdet. Wir werden von unseren Reisen berichten. Wir sind sehr viel in den Ländern Frankreich, Spanien, Italien und Kroatien unterwegs, sind da jahrelang mit dem Wohnwagen gewesen und haben im letzten Jahr uns halt mal nach 30 Jahren Campen ein Wohnmobil gekauft. Wir sind sehr gespannt, wie es wird und wenn ihr daran teilnehmen möchtet, würden wir uns sehr freuen und uns bedanken für einen Daumen nach oben und wenn ihr uns abonniert, sehr gerne. Tschüss, bis zum nächsten Mal.